Wir leben in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir leben deshalb in einer schwierigen Zeit, nicht nur, weil es einfach belastend ist, sondern weil es so lang dauert. Und ich vergleiche es mit einem Fußball oder mit einem Handballspiel. Wir sind so in der zweiten Halbzeit, so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten nach Wiederbeginn, nach der Pause. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier in den historischen Räumlichkeiten der Wiener Urania. Und ich freue mich immer, wenn ich an einem Ort wie der Wiener Urania, an dem sich über viele, viele Jahrzehnte, eigentlich kann man sagen im letzten Jahrhundert, die bedeutendsten Wissenschaftler des Landes getroffen haben, um ihr Wissen und ihr Können auch in die Breite zu vermitteln, wenn ich da einen führenden Wissenschaftler begrüßen darf. Und es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, heute einen Mann bei uns hier begrüßen zu dürfen, der den Titel Drogenpapst oder Drogenexperte Nummer 1 in Österreich hat, Universitätsprofessor Michael Musalek. Herzlich willkommen, dass du Zeit gefunden hast, heute zu uns zu kommen. Schönen guten Tag und ich freue mich auch sehr, da zu sein heute. Das ist die Freude ist ganz meinerseits. Michael Musalek vorzustellen ist eine große Herausforderung, weil er einen derartig faszinierenden Lebenslauf hat, dass man hier wirklich nur sozusagen in wenigen Stichworten darauf eingehen kann. Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Universitätsprofessor, viele, viele Jahre sehr erfolgreich und auch der Öffentlichkeit bekannt als Leiter des Anton-Brocksch-Instituts, ärztlicher Direktor, Institutsvorstand und als jemand, der sich sozusagen mit dem Phänomen der Drogensucht in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen beschäftigt hat. Unglaubliches wissenschaftliches Werk, lieber Michael. Ich habe nachgeschaut, 311 Publikationen sind veröffentlicht. Ich bin überzeugt, es gibt vielleicht noch viele, viele andere unglaubliche Veranstaltungsreihen, Vortragstätigkeiten, Workshops. Du bist Mitglied in den führenden Komitees und Organisationen und hast vor einigen Tagen im Radio Kulturhaus bei einer Sendung mitgewirkt auf eine Melange mit Musalek. Und du bist jetzt natürlich in der Situation auch auf die Ängste, die Sorgen der Menschen rund um Corona eingegangen. Wie schätzt denn du jetzt die Situation ein? Wir haben jetzt den dritten Lockdown eigentlich und es ist schon vom Gefühl her so, dass wir schon in einer durchaus angespannten Situation sind. Wir leben in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir leben deshalb in einer schwierigen Zeit, nicht nur, weil es einfach belastend ist, sondern weil es so lang dauert. Und ich vergleiche es mit einem Fußball oder mit einem Handballspiel. Wir sind so in der zweiten Halbzeit, so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten nach Wiederbeginn, nach der Pause. Und das ist auch die schwierigste Zeit. Ich selbst habe Handball gespielt und habe auch da erlebt, da verliert man entweder eine Partie oder man gewinnt sie. Und genau dort sind wir jetzt im Moment. Und da macht die erste Müdigkeit, macht sich breit. Und gleichzeitig hat man aber schon das Ende vor Augen und möchte eigentlich nimmer mehr. Und das ist die große Schwierigkeit, in der wir uns jetzt befinden. Und wenn wir da nicht durchhalten, dann werden wir die Partie nicht gewinnen können. Du hast ja auch immer versucht, sozusagen, das habe ich auch ein bisschen in deiner Biografie gefunden, du hast ja immer versucht, sozusagen deine wissenschaftlichen Erkenntnisse auf einer empirischen Grundlage abzusichern. Und jetzt hast du vor einiger Zeit gesagt, dass gerade unter Corona sozusagen der Alkoholkonsum zunimmt, der Nikotinkonsum zunimmt, andere Süchte vielleicht auch noch. Wie ist denn da die Lage? Wir haben im Mai eine Untersuchung gemacht zur psychosozialen Situation des Österreichers und der Österreicherin. Und da hat sich herausgestellt, dass ein Viertel massiv psychisch belastet ist durch diese Corona-Krise. Ein Viertel ist massiv wirtschaftlich belastet und interessanterweise, die beiden Gruppen überschneiden sich kaum, nur zu 10-15%. Das heißt, also man leidet nicht nur unter den wirtschaftlichen Folgen, sondern man leidet vor allem an den Maßnahmen.
Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Maßnahmen mehr setzen sollten, ganz im Gegenteil, wir brauchen diese Maßnahmen, aber wir müssen halt schauen, dass wir die Nebenwirkungen dieser Maßnahmen möglichst minimieren. Wir haben jetzt geplant, im Februar nochmals eine solche Untersuchung durchzuführen, um auch zu sehen, wie entwickelt sich das. Ich fürchte, dass die psychosozialen Probleme eher zunehmen, auch die wirtschaftlichen Probleme zunehmen, aber wahrscheinlich kommt es mehr zu einer Überlappung dieser beiden Gruppierungen. Aber schauen wir mal, in der Empirie weiß man ja nie, was herauskommt. Ja. Und im März werden wir mehr darüber wissen, wie wirklich die Situation hier in Österreich ist. Nein, jetzt ist viele Unternehmungen schalten jetzt sozusagen um auf Homeoffice. Auch die Schulen sind gezwungen, auf digitale Vermittlungsformen weitestgehend umzuschalten. Das heißt, du hast heute Familien in kleineren, mittleren Wohnungen, die auch tagsüber unter der Woche beieinander sitzen und die in dieser Zeit auch eine Arbeitsleistung bringen müssen. Das wird doch da und dort auch zu erheblichen Spannungen führen. Es trifft ganz besonders die Menschen, die eben nicht ganz zu den Reichen gehören, die also kleine Wohnungen haben. Es trifft vor allem die jungen Familien, die also kinderreich sind, wo die Kinder noch relativ klein sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, auf einer 60, 70, 80 Quadratmeter Wohnung zu fünft leben zu müssen, Kinder zu Hause den ganzen Tag und man muss jetzt auch noch arbeiten, dann kann sich das fast nicht ausgehen. Kurzfristig schaffen wir solche Situationen ganz gut zu kompensieren, aber langfristig geht uns die Luft aus und genau dort befinden wir uns jetzt. Deshalb werden wir uns auch überlegen müssen, wie wir hier Entlastungen zustande bringen und trotzdem nicht die Zahlen explodieren lassen. Und da gibt es eine Wechselwirkung zum Suchtverhalten. Da gibt es eine massive Wechselwirkung zum Suchtverhalten, ganz einfach, weil ja alle Suchtmittel und Alkohol natürlich ganz besonders, weil ja der Alkohol am besten verfügbar ist von allen Suchtmitteln, dämpfend ist und angstlösend ist und auch eine Distanz schafft. Und wenn ich jetzt in einer Belastungssituation bin, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe und etwas trinke, dann erscheint das alles etwas leichter. Das Dramatische beim Alkohol ist, wenn man jetzt Alkohol trinkt, dann ist er eine depressionogene Substanz, vor allem wenn man höher dosiert ihn zu sich nimmt, also schon ab dem dritten Glas und vor allem wenn man regelmäßig zu sich nimmt. Das heißt, die Depressivität wird verstärkt, die Überlastung wird damit größer, die Spannungen werden größer und ich brauche wieder mehr, um diese Spannungen loszuwerden und da kommt man in einen Teufelskreis hinein. Und Alkohol ist die eine Form der Sucht, aber es gibt ja noch eine Reihe. Es gibt ja jetzt auch sehr viel in der Literatur über diese ganzen Internet und sozialen Medien und diese Sucht ständig im Internet, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen stark ausgeprägt sind. Also stimmt das so? Gibt es das wirklich? Wir unterscheiden zwei große Gruppen von Suchterkrankungen. Die einen sind die sogenannten stoffgebundenen Suchtformen. Also da ist Alkohol, Nikotin, Heroin, Kokain, Cannabis und viele andere mehr. Und dann gibt es die sogenannten stoffungebundenen Suchtformen. Manche sprechen auch von Verhaltenssüchten. Da kennen wir im Prinzip vier. Eines ist die Kaufsucht, eines ist die Spielsucht, die Online-Sucht und die Arbeitssucht. Und dann gibt es noch einige, die meinen, dass es auch eine Sexsucht gibt. Die hängt aber wahrscheinlich mehr mit dem Online-Pornogeschäft zusammen, als jetzt wirklich eine Sexsucht im eigentlichen Sinne. Also man kann genauso von einer bestimmten Verhaltensweise abhängig werden und immer mehr davon brauchen und letztlich dann darin gefangen sein. Jetzt hast du viele Jahre als Leiter des Brocksch-Instituts und in deiner Rolle als Psychiater und Neurologe mit Menschen zu tun gehabt, die mit großen Problemen zu dir gekommen sind. Wie kann man da therapeutisch oder medizinisch helfen? Also das Um und Auf ist, dass uns klar ist, dass eine Sucht nie alleine kommt. Es ist also nicht so, dass jemand nur alkoholkrank ist oder nur drogenabhängig ist und sonst nichts, sondern es ist immer eingebettet in andere Erkrankungen, meistens Angststörungen oder Depressionen, sehr oft massive psychosoziale Probleme und man muss das Gesamte im Auge haben. Und es genügt also nicht, quasi nur auf die Sucht zu fokussieren. Und da braucht es einfach eine entsprechend fachmännische Beratung und auch Behandlung. Da sind wir in Österreich und ganz besonders in Wien sehr gut aufgestellt. Das gibt es. Leider wird es nicht in dem Maße wirklich genützt, wie man es nützen könnte. Aber es gibt Möglichkeiten, wo man sozusagen auch
ohne, wie soll man sagen, ohne dass der Verlust sozusagen auch des öffentlichen Ansehens drohen kann, sich sozusagen einer Therapie oder einer Beratung zu nähern? Es gibt die Möglichkeit, dass man diese Beratung oder Therapie beim Allgemeinmediziner beginnt. Man kann sie natürlich auch beim Facharzt letztlich durchführen. Es gibt auch eine Reihe von Ambulanzen. Es gibt private Ärzte, es gibt aber auch Institutionen, wo man nichts dafür zahlen muss. Also es gibt ein breites Angebot. Leider ist aber natürlich die Suchterkrankung noch immer hoch stigmatisierend. Es ist einfach nicht das Gleiche, ein Morgengeschwür zu haben oder alkoholkrank zu sein. Und das führt natürlich bei vielen Menschen dazu, dass sie dann nicht in Behandlung gehen. Wir haben eine Latenzzeit, also eine Zeit von Beginn der Suchterkrankung bis zur Behandlung von im Schnitt 5 bis 8 Jahren. Das ist extrem lang. Und das bedeutet aber auch, wie bei jeder anderen Erkrankung, umso später ich behandle, desto schlechter die Prognose. Und das ist eines der Hauptprobleme eigentlich in der Behandlung. Die Behandlung selbst ist hoch erfolgreich. Also wenn man in Behandlung geht, hat man gute 80% Chance, von dem wieder ganz loszukommen. Also wenn man behandelt, ist die Prognose gut. Ohne Behandlung ist sie leider schlecht. Man hat oft als Laie, als medizinischer Laie, den Eindruck, dass gewisse Süchte in der Gesellschaft sozusagen tabuisiert sind und andere Süchte irgendwo sozusagen so ein bisschen ins Spektrum der kulturellen Normalität oder der kulturellen Alkohol zum Beispiel. Ne? Ja, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was die Gesellschaft sieht als ein Suchtmittel, beziehungsweise was sie auch verpönt als Suchtmittel, und dem, was ein Suchtmittel ist. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich, denn Alkohol ist natürlich ein Suchtmittel, auch Nikotin ist ein Suchtmittel, beides ist legal. Kokain ist ein Suchtmittel, Heroin ist ein Suchtmittel, Cannabis ist ein Suchtmittel und all die drei sind illegal. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Es hat schon etwas auch mit den Suchtmitteln zu tun, denn es gibt ein sogenanntes Suchtpotenzial. Das heißt, wie rasch werde ich von einer Substanz abhängig, hängt von der Einnahmeart und von der Substanz ab. Und da gibt es Substanzen, die haben ein niedriges Suchtpotenzial, zum Beispiel Alkohol, da muss man relativ lang, hochdosiert es zu sich nehmen, um abhängig zu werden. Auch bei Cannabis muss man relativ lang, hochdosiert zu sich nehmen, um abhängig zu werden. Umgekehrt gibt es Substanzen, wo man sehr rasch abhängig wird, die haben ein hohes Suchtpotenzial, also Heroin intravenös verabreicht, da braucht man nur relativ wenig und gar nicht so hoch dosiertes nehmen, ist schon abhängig. Nikotininhalationsrauchen hat auch ein sehr hohes Suchtpotenzial. Wenn dann jemand suchtkrank ist, dann ist er ziemlich gleich suchtkrank. Es ist nicht so, dass der eine mehr suchtkrank ist oder weniger suchtkrank ist, aber die Zeit dorthin ist einmal länger und einmal kürzer. Und wenn man es auf die Bevölkerung umlegt, dann geht es um den Prozentsatz der Süchtigen im Vergleich zu den Usern. Also bei den Substanzen mit hohem Suchtpotenzial gibt es kaum User, sondern alle sind davon abhängig. Also es gibt kaum jemanden, der Nikotininhalationsrauchen betreibt und nicht abhängig ist von Nikotin. Es gibt auch kaum jemanden, der Heroin intravenös verabreicht und nicht abhängig ist. Umgekehrt gibt es relativ viele, die Alkohol trinken und nicht abhängig sind. Wir haben ungefähr 5% der Bevölkerung ist alkoholabhängig. Ungefähr 95% nehmen Alkohol zu sich. Also sieht man schon, es ist ein relativ geringer Prozentsatz. Allerdings, wenn man es jetzt weltweit vergleicht, sind wir leider im absoluten Spitzenfeld aus Österreich. Beim Alkohol. Beim Alkohol. Beim Alkohol, ja. Und Medikamente spielen da eine Rolle? Medikamente spielen auch eine große Rolle. Das ist die sogenannte stille Sucht. Das ist die Sucht, die meist übersehen wird, die uns als Ärzte auch ganz besonders betroffen macht. Denn ungefähr 80-90% all dieser Medikamente werden von Ärzten verschrieben. Also da haben wir leider hier auch, sind leider hier auch mitverursachend. Es gibt verschiedene Substanzen, von denen man abhängig werden kann. An erster Stelle sind natürlich angstlösende Substanzen und Beruhigungsmittel, Schlafmittel zu nennen, aber auch Schmerzmittel und vor allem auch Amphetamine, also steigende Mittel, also leistungssteigende Mittel bzw. Appetitzügler. Die spielen nicht eine ganz so große Rolle, aber in der letzten Zeit doch eine zunehmende Rolle. Jetzt sieht man in der Werbung überall Hanfprodukte sozusagen, die angeboten werden. Hat das eine medizinische Dimension?
Es kommt darauf an, welches Hanfprodukt, also wenn Cannabis und Cannabinoide, die eben abhängig machend sind, also die THC-hältig sind, verabreicht werden, dann kann man davon abhängig werden. Es ist ein relativ niedriges Suchtpotenzial, das heißt, ich muss also relativ lang hochdosiertes zu mir nehmen, um abhängig zu werden. Aber wenn man abhängig ist, ist man genauso abhängig wie von einer anderen Substanz. Und wir haben einen Zusammenhang, die Zahl der Abhängigen hängt immer von der Verfügbarkeit der Substanz ab. Also je besser eine Substanz verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr wird es in hoher Dosierung genommen und desto mehr Abhängige gibt Aber die, es. Diese weitgehenden Rauchverbote, die es gibt, die haben schon auch dazu geführt, dass die Menschen sozusagen weniger rauchen. Sobald ich die Verfügbarkeit einschränke, das kann jetzt über den Preis sein, das kann über Regulation sein, das kann am besten, im besten Fall über eine Imageveränderung sein, das ist einfach nicht fesch ist, diese Substanz zu sich zu nehmen, dann sinkt automatisch die Anzahl der Suchtkranken. Je besser ich es verfügbar mache, desto leichter ich zu dieser Situation, oder je leichter ich zu dieser Substanz komme, desto größer ist die Chance, abhängig zu werden. Und das sehen wir vor allem bei den Frauen. Frauen haben ja massive Zuwachsraten beim Alkohol. In den letzten 30 bis 40 Jahren, weil einfach das Alkoholtrinken besser verfügbar ist für Frauen. Also meine Großmutter hat sich noch bis ins Grab geniert, unter der Woche um 5 Uhr am Nachmittag ein Achtel Wein zu trinken. Also das hat man nicht gemacht, einfach als ordentliche Frau. Heute ist so 2-3 Glasl Afterwork. Ist nichts Besonderes. Nicht? Auch so ein sogenannter Damenspitz, wie er so nett genannt wird. Nicht? Also ein Betrunkenheitszustand unter der Woche. Das war früher etwas Verbönntes. Heute, hat es ein bisschen zu viel erwischt. Und so sehen wir auch, dass wir auch bei den Alkoholkranken, bei den Frauen leider Zuwachs hatten. Aber beim Nikotin zum Beispiel, wenn du siehst, so Schauspielfotos sozusagen aus den 50ern, 60ern, in Amerika, es war cool, wenn man sozusagen Zigaretten in der Hand gehalten hat, oder wenn ich mich erinnere an die großen auch Diskussionen im Fernsehen, Club 2 und so weiter, wo das alles in einer Dunstglocke sozusagen, wo die gesessen sind, oder jeder hat im Fauteuil geraucht. Es hat sich da das Bild auch schon verändert. Da hat sich sehr, sehr viel verändert, und Gott sei Dank hat sich viel verändert, und da gehen auch die Zahlen zurück. Wir sind zwar leider im Vergleich mit anderen Ländern noch immer in der Spitzengruppe, auch beim Rauchen, also sowohl beim Alkohol wie auch beim Rauchen, aber es sind trotzdem viel, viel weniger Menschen, die heute rauchen. Und wie du es richtig angesprochen hast, das große Problem war, dass das Rauchen ubiquitär war. Das war überall. Nicht? Man hat überall geraucht. Ich habe mir jetzt wieder mal alte Folgen von einer Fernsehserie angeschaut, Allein gegen die Mafia. Das war damals in den 80er Jahren, 90er Jahren, eine besondere Serie. Und dieser Kommissario, der raucht die ganze Zeit. Da gibt es kaum eine Szene, wo er nicht raucht. Und das könnte man sich heute nicht vorstellen. Das geht heute nicht. Das ist auch bei den Jungen anders. Es hat sich auch, und das zeigt auch, dass man das Image verändern kann. Es hat sich vor allem auch etwas verändert, und das ist das alkoholisierte Autofahren. Das ja leider in unserer Jugend durchaus etwas sehr weit Verbreitetes gewesen ist. Das ist heute einfach in dem Maße nicht mehr verbreitet. Das gehört sich nicht und hat ein schlechtes Image, und daher wird es nicht gemacht. Also man kann mit einer Bewusstseinsveränderung, mit Bewusstseinsveränderungsmaßnahmen durchaus etwas verändern. Es war ja früher, hat man mir gesagt, wenn ein Handwerker kommt und muss irgendeine Kiste Bier bereitstellen und so weiter, das gibt es ja heute auch nicht mehr in der Form. Das gibt es auch nicht. Da ist ein anderer Mechanismus gewählt worden, nämlich man hat gesagt, dass die Menschen nicht mehr versichert sind. Und das wollte weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer. Und dementsprechend hat sich das relativ bald gehabt. Ausnahmen natürlich bestätigen leider die Regel, aber es ist eine ganz andere Situation als vor 30, 40 Jahren. Herr Professor, ich wollte dich noch eines bitten. Unser Blog ist ja sozusagen, richtet sich auch an ein politisches Publikum. Ich mache das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender. Das heißt, wir haben auch Zuseherinnen und Zuseher, die sozusagen in politischen Funktionen auch führend tätig sind. Wenn du aus deiner Rolle des Experten, des Professors, des Drogen- und Suchtexperten in Richtung Politik etwas anbringen möchtest, wie würdest du das tun? Vor allem in deinem, was muss die Politik sozusagen aus deiner Sicht heraus tun, um das eine oder andere Problem in den Griff zu bekommen?
Also ich denke, das Wesentlichste ist, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, und ich sage jetzt gar nicht eine bestimmte Partei und ich sage jetzt auch gar nicht ein bestimmtes Land, sondern insgesamt, hätte ich so das Gefühl, dass der Mensch einfach zu kurz kommt. Dass es um wirtschaftliche Daten geht, dass es um Zuwachsraten geht und was immer auch. Aber der Einzelmensch und auch die Lebensqualität des einzelnen Menschen wird so ein bisschen gestreift, aber eben nur gestreift. Und das sollte einfach wieder in den Mittelpunkt kommen. Mhm. Auch jetzt in dieser Covid-Diskussion. Nicht? Wir reden unglaublich viel über Ansteckungszahlen. Ja. Wir reden über das Virus. Ja. Wir reden auch über die Impfung. Aber wir reden wenig über die Menschen, die einfach Probleme damit haben und wie sie auch mit diesen Problemen umgehen können und wie man sie auch nicht alleine lässt mit diesen Problemen. Also da braucht es auch einen psychosozialen Diskurs einfach. Denken wir nur an das Sterben heute. Ja. Also wie Menschen letztlich, man muss es sagen, doch unwürdig sterben müssen. Mhm. Alleine irgendwo gelassen in eine Institution. Wobei die Menschen dort großartige Arbeit leisten, wunderbare Arbeit, aber es ist natürlich völlig unpersönlich, es ist was anderes, ob ich zu Hause stirb oder irgendwo in weiß gedüngten Wänden, wo niemand zu mir kann. Ja. Und da braucht es einfach wieder neue Impulse, den Menschen in den Mittelpunkt zurück. Und ich denke, das ist auch die Hauptaufgabe der Politik, gerade in einer so schweren Zeit. Ich schätze politische Kollegen etwa wie den Christian Deutsch, Wiener Gemeinderat, der Präsident auch eines Vereins ist, ganz normal AD, wo man sagt, psychische Erkrankungen sind die größte Normalität und sie müssen als solche auch erkannt und wahrgenommen und respektiert werden. Das ist ja eines der Hauptprobleme auch unserer Gesellschaft, dass wir so rasch ausgrenzen. Egal wer das ist, ob das jetzt der Ausländer ist, ob das der Gastarbeiter ist, der das Virus hereinbringt, ob das ein psychisch Kranker ist, der noch immer als gefährlich gesehen wird. Natürlich können auch psychisch Kranke etwas Gefährliches tun, aber ich habe immer gesagt, ich persönlich fürchte mich vor den Gesunden, denn die sind völlig unberechenbar. Da weiß man nie, was passiert. Bei psychisch Kranken weiß man und kann man es ganz gut einschätzen, jetzt ist eine gefährliche Situation, jetzt ist eine eher weniger gefährliche Situation. Und vor allem, wir dürfen nie vergessen, jeder von uns kann krank werden. Wir tun ja so, wie wenn das Kranke etwas Perverses wäre. Aber jeder von uns wird irgendwann einmal krank, hoffentlich nicht schwer. Und jeder braucht dann auch entsprechende Hilfe. Und genau darum geht es, diese neue Solidarität wieder zu entwickeln, denn das ist uns doch, denke ich, ein bisschen abhanden gekommen. Das heißt, die Politik ist gut beraten, in Beratungseinrichtungen, in Hilfseinrichtungen und so weiter weiterhin zu investieren. Nicht nur zu investieren, sondern dort auch wirklich zum Teil Qualität, mitzuarbeiten, weil nur dann sehe ich auch, wo das wirkliche Problem ist. Denn sonst ist es ein theoretisches Problem. Der psychisch Kranke ist dann so quasi halt eine theoretische Größe. Während wenn ich selbst in einer Institution mitarbeite, dann sehe ich, was mit diesem Menschen ist und wie die genauso sich freuen können wie wir, die sich genauso sich ärgern können wie wir. Wo es gute Menschen gibt, wo es weniger gute Menschen gibt. Und dann habe ich natürlich ganz einen anderen Zugang und dann kann ich andere Entscheidungen treffen. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob das nur State of Art ist, diese WHO-Definition von Gesundheit, wo man sagt, Gesundheit hat eine physische Komponente, eine psychische Komponente und eine soziale Komponente. Und da ist, glaube ich, in der dritten Schiene ist die Politik sozusagen irgendwie zu Hause. Ich denke, die Politik ist in allen drei Schienen zu Hause. Sowohl in der körperlichen, denn da braucht es auch Institutionen, die geschaffen werden müssen, um Krankheiten zu behandeln. Auch natürlich in der psychischen und der sozialen, aber das Entscheidende und das ist auch das Wunderbare an dieser Definition der Weltgesundheitsorganisation ist ja, dass gesagt wird, psychische Gesundheit oder überhaupt Gesundheit ist nicht nur Abwesenheit von Krankheit, sondern wesentlich mehr. Und dieses wesentlich mehr ist einerseits die Möglichkeit, ein autonomes, möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen und auf der anderen Seite freudvoll zu leben. Mhm. Und genau dafür ist die Politik zuständig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir möglichst selbstbestimmt unseren Tag gestalten können und ihn auch freudvoll leben können. Das, denke ich, ist die Hauptaufgabe. Das heißt aber auch, dass die Politik sozusagen auch in Krisenzeiten wie jetzt sozusagen jene Bereiche nicht außer Acht lassen darf, die sozusagen mit der Lösung der sinnstiftenden Fragen zu tun haben. Kunst und Kultur, Sport, Bildung. Wir leben in einer
in einer schweren Zeit und ja, ich sage auch, wir leben in einer scheißlichen Zeit. Das mit dem Virus, das lässt ja keinen unberührt und das ist schon eine massive Belastung. Das heißt aber nicht, dass die Welt deshalb nur mehr scheißlich ist. Ja. Es gibt wunderbare Dinge in der Welt und genau dieses Schöne brauchen wir auch, um die Kraft zu haben, um das Scheißliche auch wirklich in den Griff zu bekommen. Denn das Schöne ist nicht nur was Nettes, Feines, dass wir uns ein bisschen freuen können, sondern das ist die Kraftquelle schlechthin. Und deshalb braucht es eben gerade in einer Krisenzeit Kultur, Kunst, auch körperliche Bewegung, Sport. Und ich habe es für ganz tragisch gefunden, dass so der erste Mechanismus immer ist, das drehen wir mal als allererstes ab und dann schauen wir mal. Ja. Und genau dort sollten wir neue Strategien entwickeln, um den Menschen das erleben zu lassen, denn dort kriegt er einfach die Kraft, um diese Krise zu bestehen. Also ich hoffe, dass das im Gesundheitsministerium nur eine technische Übung war, aber irgendwo sind die Einrichtungen, also die Theater zum Beispiel, gestanden in der taxativen Aufzählung zwischen den Einrichtungen der Prostitution und den Indoor-Spielplätzen. Und ich hoffe, dass das nicht sozusagen irgendwie auch ein Symbol der Wertigkeit ist, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, in diese sinnstiftenden Bereiche zu investieren. Also ich bin mir ganz sicher, soweit ich das auch einschätzen kann, dass hier auch ein neuer Weg gegangen wird und man immer mehr auch drauf kommt, wie wichtig gerade in der Länge einer Krise es ist, dass man mit dem Schönen, mit Kunst, mit Kultur auch wieder die Kraft sammeln kann, um mit dem Ganzen fertig zu sein. Kurzfristig können wir alle darauf kurz verzichten. Also das ist, denke ich, kein Problem. Aber umso länger eine Krise andauert, desto mehr brauchen wir es. Und ich denke schon, dass es hier ein Bewusstsein dafür gibt. Du hast ja sehr intensiv wissenschaftlich mit dem Begriff Motivation beschäftigt. Jetzt bin ich nur ein psychologischer Dilettant, aber es gibt ja bei der Motivation gibt es sozusagen so einen extrinsischen und einen intrinsischen Faktor, also von außen und von innen. Ja? Und das Äußere ist wahrscheinlich die Gesellschaft und das Innere ist die Lebenssituation. Sehe ich das so richtig? Es gibt diese sogenannte äußere Motivation, die Fremdmotivation ist, also wo von außen jemand quasi versucht, jemanden zu motivieren. Ja. Und dann gibt es diese innere Motivation, wo ich sage, ich selber möchte etwas machen. Und es gibt natürlich eine Fülle von Motivationsfaktoren. Mhm. Aber wir wissen, dass es zwei Motivationsfaktoren gibt, die alles andere stechen. Das eine ist das Schöne und das andere ist das Mögliche. Das heißt, wenn etwas für mich schön ist und attraktiv ist, da bin ich natürlich motiviert, das zu tun. Ja. Und wenn ich es auch noch für möglich halte, dass ich das schaffe, dann bin ich wirklich motiviert. Also ich selbst würde zum Beispiel gern auf den Kilimanjaro gehen. Ja. Ja, also eigentlich möchte ich nicht hinaufgehen, sondern ich möchte gerne um sein. Ja, das stelle ich mir gut vor, wenn ich da so runterschaue. Die sportliche Dimension ist genau, wenn schlecht. Ich da so runterschaue, das stelle ich mir sehr gut vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das schaffe, dass ich bis hinaufkomme. Und daher bin ich nicht sehr motiviert, hinaufzugehen. Wenn es für einen Wiener auch wieder erlaubt sein wird, Skifahren zu gehen, nämlich dort, wo es wirklich steil heruntergeht und auch länger steil hinuntergeht, das ist uns ja im Moment ein bisschen verwehrt, da bin ich hoch motiviert, denn das ist schön für mich, da bin ich auch am Berg und ich traue mir es auch zu, dass ich da auch mit einer guten Geschwindigkeit hinunterfahre. Und dann mache ich es auch. Ja. Und genau das ist es, was man den Menschen auch mitgeben muss. Es braucht was Schönes, wir brauchen auch in diesen Krisenzeiten ein schönes Ziel. Und der Mensch muss das Gefühl haben, das schaffe ich. So wie wir es anfangs gesagt haben, wir sind in der zweiten Halbzeit, wir schaffen es, das Spiel zu Ende zu spielen, wir haben sicher genug Kraft. Jetzt müssen wir es nur noch einmal mobilisieren und dann werden wir es auch gewinnen. Okay, das war fast ein schönes Schlusswort. Ich habe zum Schluss noch ein Zitat gefunden, wo jemand sagt, und das auf dich bezogen ist, wo jemand sagt, Aristoteles sagt, es braucht den Willen, um etwas zu erreichen. Michael Musalek sagt aber, es geht um die Motivation. Genau, das ist es, weil Aristoteles, den ich unglaublich schätze, hat leider etwas in die Welt gesetzt, was sich dann gleich 2.500 Jahre gehalten hat, nämlich dieses Konzept der Willensschwäche, diese Akrasia, und die natürlich auch gerade in der Diskussion von Suchtkranken eine große Rolle spielt. Viele sagen, das sind willensschwache Menschen. Ich habe so viele Suchtkranke erlebt, ich habe keinen einzigen willensschwachen, ich habe noch keinen willensstarken Menschen erlebt, aber ich habe Menschen erlebt, die in bestimmten Situationen sehr willensstark sind und in anderen
ganz schön nachlassen im Willen. Übrigens auch ich selbst. Da gibt es auch Situationen, wo ich sehr willensstark bin. Und da gibt es welche, also da kann ich ganz schön nachlassen. Betrifft uns alle. Betrifft uns letztlich alle. Es ist also nicht eine Frage der Willensstärke, sondern es ist eine Frage der Motivation. Wenn ich gut motiviert bin, wenn es Schein ist für mich, wenn ich es für möglich halte, dann habe ich einen starken Willen. Du hast immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, du hast den Menschen in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt gestellt. Das erklärt, warum du auch ein bisschen relativ den neuen Begriff der künstlichen Intelligenz siehst oder das sehr relativiert hast. Und jetzt habe ich noch abschließend eine Frage. Du bist jetzt seit wenigen Tagen und Wochen an der Sigmund-Freud-Universität tätig als Vorstand des Instituts für psychologische Ästhetik oder Sozialästhetik. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was das näher ist? Also zum Ersten habe ich dieses Institut jetzt in Wien hier schon seit 5 Jahren und in Berlin seit einem Jahr. Aber was stimmt ist, dass ich es jetzt seit Beginn dieses Jahres auch hauptberuflich machen kann. Vorher habe ich es müssen daneben machen, aber jetzt kann ich es hauptberuflich machen. Die Sozialästhetik ist, wenn man es kurz zusammenfasst, die Wissenschaft der schönen Begegnung und der schönen Beziehung. Also es geht letztlich darum, sich zu überlegen, aber auch empirisch zu erforschen, wie kann ich Menschen besser begegnen, wie kann ich es schaffen, schöne Begegnungen hier in die Welt zu setzen und auch schöne Beziehungen in die Welt zu setzen und was sind die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von mir und auch von allen anderen. Das ist es, was wir erforschen in einem multiprofessionellen Team, was besonders spannend ist. Also man ist dann nicht mehr nur unter Medizinern und Psychotherapeuten und Psychologen, sondern wir haben auch aus den Medienwissenschaften, aus den Rechtswissenschaften, auch aus der Finanzwelt Mitglieder, auch aus der Theologie, die hier ihre Sichtweisen und ihre Perspektiven mit einbringen und um so beizutragen, einfach eine schönere Welt zu schaffen, denn letztlich sind wir ja alle Gemeinschaftswesen. Wir tun nur so, wie wenn wir Einzelwesen wären. Hier und da schaffen wir es auch ganz kurz, aber eigentlich sind wir Gemeinschaftswesen und deshalb ist das auch unser Hauptfokus. Ein schönes Schlusswort. Man sieht, die Medizin, die Psychologie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Lieber Michael Musalek, lieber Professor, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu mir in den Blog Zeitgespräche zu kommen. Am Ende ist es immer so, dass ich meinen Gästen sozusagen einen biologisch zertifizierten, genfrei zertifizierten Honig geben darf. Mein Wahlkreis ist der 13. Wiener Gemeindebezirk, wo ich als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter tätig bin. Und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation haben wir mit einem wunderbaren Imker einige Bienenstöcke, also 12 Bienenstöcke. Das heißt, das sind 600.000 fleißige Bienen, die da einen tollen Honig produzieren. Honig auch ein Symbol der Kraft. Und den möchte ich dir sehr herzlich geben und mich in aller Form bei dir bedanken, dass du dir heute diese Zeit genommen hast, hierher in die Wiener Urania zu kommen. Ich bedanke mich auch sehr, ganz besonders für den Honig, weil ich ein großer Honigliebhaber bin. Ich bedanke mich aber auch für dieses schöne Gespräch. Das ist es übrigens, was wir als gelebte Sozialästhetik bezeichnen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, jetzt machen wir das mit Abstandsregel. Bitte.